Ein Einfamilienhaus im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck. Als die Feuerwehr hier zu einem Dachstuhlbrand anrückt, ahnt niemand von den Rettungskräften, wie emotional dieser Einsatz für alle Beteiligten werden würde. Denn das Feuer ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den die hier lebende Familie gerade bewältigen muss. Das ist halt der Schlafplatz meiner Mutter gewesen und tut weh, das jetzt so zu sehen einfach. Aber trotzdem bin ich unglaublich dankbar, dass sie das mit ihrer schweren Krankheit nicht miterleben musste. Bei Nathalies Mutter war 2017 Krebs diagnostiziert worden. Es folgten Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen. Doch die Krankheit war stärker. Erst vor 2 Wochen starb sie. Jetzt der nächste Schicksalsschlag. 4 Tage vor der Beerdigung zerstört ein Feuer weite Teile des Hauses, in dem die Familie einst glücklich war. Meine Mutter hat immer alles für dieses Haus getan und hat hier so viel mitgeholfen. Sie war einfach immer so dieser Macher, also sie hat alles gemacht. Und allein wenn man einfach unten ist und denkt, das hat sie mit mir zusammen aufgebaut, diese Möbel. Die Küche haben wir alle zusammen ausgesucht. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Handwerker hatten die Flammen entdeckt und Nathalie gewarnt. Sie weckte noch schnell ihren Vater. Rettung in letzter Minute. Ich war mir sicher, wenn 5 Minuten später jemand hier geklingelt hätte und wir es 5 Minuten später gewusst hätten, dann wäre gar nicht mehr die Möglichkeit gewesen, hier überhaupt hochzugehen, wegen dem ganzen Rauch und alles. Und ja, also mein Vater wäre dann im Schlafzimmer eingesperrt gewesen. Die Feuerwehr war zwar schnell vor Ort, trotzdem entstand immenser Schaden an dem Gebäude und, in diesem Fall noch viel schlimmer, es wurden viele Erinnerungsstücke zerstört. Nur einige Fotos konnte Nathalie retten. Und auch die für die Versicherung so wichtigen Unterlagen, um die sich die Mutter immer gekümmert hatte, sind verbrannt. Also meine Mutter hat das Finanzielle alles geregelt und mein Vater und ich, wir waren gerade dabei, uns alles anzueignen, zu gucken, okay, was haben wir für Fixkosten. Viele Unterlagen waren im Zimmer, wo es gebrannt hat. Also eigentlich alles an Papierkram. Das ist alles weg. Ja. Wie es jetzt weitergehen soll, weiß Nathalie noch nicht. Doch sie und Vater Peter sind nicht allein. Unterstützung bekommen sie von ihrer Familie und vor allem von den Freunden der 20-Jährigen, die eine Spendenseite ins Leben gerufen haben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.